Hi Leute, heute ist es soweit. Endlich kommt die Hütte runter. Was man jetzt damit beachten muss, zeige ich euch jetzt hier mal schnell. Was eigentlich sehr wichtig ist, dass hier vorne die ganzen Leitungen soweit abgeschraubt sind, mit dem festen Gestänge nach unten. Und ganz wichtig, natürlich hier beim, wenn ihr den Hydrauliksteuerblock noch dran habt, müsst ihr hier das Gestänge aushängen. Das sind eigentlich nur zwei Bolzen, die könnt ihr dann ganz einfach wegnehmen. Und hier unten vom Lenker dieses Mehrkantgestänge hier unten die Schraube lösen und abziehen. Soweit und noch Kabel, je nachdem sind die gesteckt. Bei mir waren sie stellenweise gesteckt, stellenweise habe ich sie abgeknipst. Lampenblinker habe ich davor schon abmontiert. Klar, die ganze Luftansaugung, die muss weg, weil wenn das hier verbunden ist mit Motoren, klar kriegt ihr die Kabine nicht runter. Wir werden jetzt wahrscheinlich dann später erstmal hingehen. Da wird mir jetzt dann gleich noch ein Kollege helfen, der jetzt dann vorbeikommt. Dann nehmen wir erstmal die Kabine bzw. das Glas hier erstmal runter. Das Glas ist hier befestigt mit vier Schrauben, zwei links, zwei rechts. Und dann kann man dieses Steckfenster sozusagen kann man dann rausnehmen. Dann ist das Ganze ein bisschen leichter. Hier sieht man ja dann, wird es ein bisschen eng. Also so einfach kippen geht nicht. Deswegen braucht man auch normalerweise, wenn man die Kabine kippt, vorne die Halterung, dass man vorne die Kabine erstmal ein bisschen hochhebt. Und dann kann man es kippen, dass man dann genug Platz am Motor hat. Der Kollege ist allerdings ein bisschen kamerascheu, das heißt, ich kann das nur kurz ein bisschen zeigen. Ich werde auf jeden Fall das hier als erstes runternehmen, dass wir das von Hand heben können, weil ansonsten die Kabine an sich ist leicht. Ich habe alles soweit abgebaut, was Gewicht hat. Und hier schon leicht ein bisschen gekippt, dass man sieht, die ganzen Halterungen, die sind alle lose. Dann, ja, ich habe mir jetzt dann vorab schon ein kleines Gestell gebaut. Hier auf einer Palette drauf, wo ich die Kabine dann drauf montieren kann. Das Ganze werden wir jetzt versuchen und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, die Kabine ist unten. War ein bisschen schwerer als gedacht, hat aber Gott sei Dank gut funktioniert. Wir waren jetzt zu viert und haben es runtergehoben. Also ich, meine Frau, ein Kollege und seine Frau, wir haben das schon schnell runtergehoben. Also schnell, es hat ein bisschen gedauert, vor allem das erstmal über den Motor zu kriegen, aber es hat Gott sei Dank geklappt. Jetzt ist hier alles unten. Ich kann jetzt hier, komme jetzt hier überall schön gut hin. Ich kann jetzt den Kühler rausnehmen, kann das Zeug hier schön sauber machen, kann das alles schön vernünftig putzen, wie ich das gern haben möchte. Und ich denke mal, dann kann ich ihn auch bald rausnehmen, nochmal ein bisschen abdampfen. Und ja, dann muss noch Getriebe und so raus. Aber jetzt kommt man überall hin, dass wir das alles jetzt ohne Probleme machen können. Die Kabine habe ich jetzt draußen. Da habe ich mir ja hier kleines Gestell gebaut. Ich habe gesehen, die unteren Platten, die ich gebaut habe, waren ein bisschen zu klein. Das war mir ein bisschen zu instabil. Nach vorne, nach hinten hat es ein bisschen zu stark gewackelt. Das habe ich jetzt erstmal fixiert. Hier mit ein paar kleinen Spanngurten, dass das vernünftig gesichert ist. Und da werde ich jetzt noch wahrscheinlich ein bisschen noch was nachschweißen und dran heften und noch mal ein bisschen versteifen und dann passt es. Und dann kann ich jetzt hier schön mit einem Hubwagen drunter gehen und kann das Zeug dementsprechend vernünftig schweißen. Alles dann neu lackieren, die Scheibe dann wieder draufsetzen und gut ist. Ja, in dem Fall soweit, wie gesagt, hat alles gut geklappt. Das war es mal vorerst. Jetzt kann ich eigentlich richtig loslegen mit Kleinigkeiten, die ganzen Leitungen abschrauben und das ganze Zeug. Also ich werde jetzt erst hier am Fahrwerk weitermachen, weil ich möchte dann über den Winter die Zeit haben, dass ich vielleicht das Getriebe abdichten kann und an der Hütte dann einige Bleche schon schweißen kann. In dem Fall danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.